Das. Was denn? Ja, okay, noch ein, ausnahmsweise ein sehr berühmtes und von vielen Indern auch heutzutage noch gesungenes Kindermantra, was die Wirklichkeit des Seins und die göttliche Tiefe in uns sehr zum Ausdruck bringt. Love.
Leilalei. Wie kann dir nur jemand
als du weniger bist als wunderschön. Wie kann dir nur jemand sagen, du bist nicht okay? Wie kann jemand nicht bemerken, dass deine Liebe ein Wunder ist, wie sehr unsere Seelen verbunden sind? Dir nur jemand sagen, dass du weniger bist als wunderschön. Wie kann dir nur jemand sagen, du bist nicht okay? Wie kann jemand nicht bemerken, dass deine Liebe ein Wunder ist, wie sehr unsere Seelen verbunden sind? Ja, das Getrampel ist, wenn ihr da oben Kicker spielt. Wahrscheinlich sind die, ist die Familie schon gekommen. Zwei Lieder habe ich noch, aber die Familie ist wahrscheinlich schon gekommen. Bitte? Nee, sind, das eine ist auf Sanskrit, das andere ist auf Englisch. Das kannst du gut. Die Lieder, die kannst du doch alle. Hm? Ja, ich schicke das mal alles um. Ja, genau. Ich musste mal sortieren. Ja, ja, die kommen immer mal durcheinander. Oh,
Was haben wir da gesungen? Das weiß ich nicht. bei den manchmal steht unten in Bleistift oder mit Kuli geschrieben irgendwo drauf, aber ich glaube bei den meisten, es ist irgendwie heilig das Heiligste, freut euch des Lebens, seid fruchtbar und vermehret euch, oder fröhliche. Teilweise, ich wusste es irgendwann mal, aber ich weiß es tatsächlich gerade bei dem Lied jetzt nicht mehr. Golden light from
waren immer schon da. Wir waren immer schon da, wir waren immer schon da, wir waren immer schon da. Wir waren immer schon da, wir waren immer schon da, wir waren immer schon da. Wir waren immer schon da, wir waren immer schon da, wir waren immer schon da. Wir waren immer schon da, wir waren immer schon da, wir waren immer schon da. Wir waren immer schon da, wir waren immer schon da, wir waren immer schon da. So host noch ein, ausnahmsweise ein sehr berühmtes und von vielen Indern auch heutzutage noch gesungenes Kindermantra, was die Wirklichkeit des Seins und die göttliche Tiefe in uns sehr zum Ausdruck bringt. Hans, was machst du, pupst du oder kackst du? Nein, ich bulle in mein Schuh. Hans, was machst du, pupst du oder kackst du? Nein, ich bulle in mein Schuh. Hans, was machst du, pupst du oder kackst du? Nein, ich bulle in mein Schuh. Das war das beste Lied. Gut, ja, das... Die Inder sind verrückt.
Ja, total, völlig verrückt. Das war der Abschluss, der recht unorthodoxe Abschluss eines Zen-Sommerlagers. Sehr gut. Wir haben noch eine kurze Feedback-Runde und tatsächlich eine ganz kurze, so, ja, was ihr für euch mitgenommen habt, darf man nicht sagen, weil ich erhoffe mir, dass ihr wirklich alles, was ihr hier erfahren habt, möglichst schnell wieder vergesst und loslasst und jeden Augenblick frisch und neu und wahrhaftig erlebt. Und trotzdem gibt es ja vielleicht noch irgendwie einen Schlusssatz, den ihr gerne äußern möchtet. Machen wir mal gegen den Uhrzeigersinn. Oh, ist mein Handy. Oh Gott, hast du den Text vorbereitet? Soll ich anfangen? Ja. Okay. Also, aus dem Dojo habe ich mitgenommen, wie schön es ist, wenn die Gedanken ruhiger werden. Mhm. Weil die Zeit vor hier war sehr laut, sehr hektisch, sehr intensiv, sehr viel loslassen, sehr viel Anspannung. Mhm. Und ich habe doch gemerkt, wie meine Schultern symbolmäßig zu den Gedanken halt immer ruhiger geworden ist. Auf dem Hof habe ich mitgenommen, das Leben wieder mehr durch Kinderaugen zu sehen, vor allem durch euch beide. Vielen Dank. Und durch die Tiere, es war einfach nur eine tolle Woche und vielen herzlichen Dank für alles. Macht weiter so. Ja, danke schön. Hans. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt zusammenfassen soll. Es war irgendwie so viel. Ja. Ich fand es somit das Schönste und Interessanteste, was ich so bisher erlebt habe. Also ich denke, das passt ganz gut zusammen. Und ja, vielen Dank dir dafür, weil ja, ohne dich wird es alles nicht geben. Und auch mal Respekt dafür, wie du das alles machst, also mit Familie und so. Ne? Danke. Und auch an die Teilnehmer vielen Dank, weil ohne euch wäre das auch nicht so gewesen, wie es war. Jetzt muss ich was sagen. Sehr schön. Genau, sehr schön. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ich es durchhalte. Weitestgehend hat es auch geklappt. Ne, es war gut, dass ich das gemacht habe, auf jeden Fall. Es war auch gut mit dir und mit euch. Was ich jetzt wirklich davon mitnehme, das weiß ich nicht, oder was ich hier lasse, keine Ahnung. Mhm. Das wird sich dann erst noch zeigen. Eine kleine Kleinigkeit ist, ja. Es war ein bisschen viel geredet, fand ich manchmal. Hm. Ja, das höre ich öfter, da ist einfach noch irgendein unaufgebrauchtes. Also bei jedem Sitzen fast oder fast. Hm. Nee, das glaube ich gar nicht. Eigentlich normalerweise bei den drei Runden war, glaube ich, nur einmal, wo dann wirklich gesprochen wurde. Ja, und dann noch mal ein Kien hin oder ein zweites. Ja, Kien heute war es so. Ja. Du bist komplette Stille gewöhnt. Ne? Also bei dem Rinzai. Session, was du das war ja einmal vor 40 Jahren. Okay, das war komplette Stille. Ja, genau. Ich hatte das in Frankfurt ja einmal gemacht, das war das Rote, da wurde dann halt gut in der zweiten Session, wurde was gesagt. Ja. Ich fand es hier einfach viel mehr. Ja. Also für meinen Geschmack schon ein bisschen. Schon zu viel. Mhm. Ja. Glenn. Lies es mal vor, ich habe es nicht mehr durchgelesen. Obwohl jedes Wort eins zu viel ist, trotzdem ein kleiner Rückblick. 9 Tage war ich hier, an einem Ort, wo Kinder noch ohne Handy draußen in der Natur spielen und man einen Waschbären als Zimmernachbarn hat. Ich, wer ist dieses Ich? Gefühlt 1 Million Mal habe ich mich von mir selbst verneigt. Wie bescheuert ist das denn bitte? Das Ich saß da, starrte die Wand an oder auf den Boden und rang mit Schmerzen, Gedanken und Gefühlen, während irgendetwas mich dabei beobachten konnte. Auf Beobachter folgte Beobachter und darauf wiederum irgendetwas, das beobachtete. Ganz hinter allen Beobachtern, total vollkommen ruhig, identifikationslos und unberührt, das Unbenennbare, welches sich einen Scheiß darum scheren muss, dass es jemals beobachtet werden könnte. Gleichzeitig rezitierte mein Verstand mit einer Stimmlage, welche ich bisher vermutlich nur aus Science-Fiction-Filmen bekannt war,
darüber hinausgehen, darüber hinaus. Jenseits ist darüber hinaus, über alles Wahrnehmbare hinausgehen. Ach, halt endlich die Klappe und frag dich besser, wie dieser Schwanz von diesem verdammten Stier nicht durchs Fenster kommt. Ich muss dieses Koan doch lösen können, nachdem ich nun die 10 Ochsenbilder verstanden habe. Habe ich sie verstanden? Ich Idiot, habe echt gedacht, es würde da etwas zu bestehen geben und alle meine Hirngespinste sind sogar noch auf Video. Na toll. Eigentlich sollte ich mich dafür mit dem Geosakko links und rechts ohrfeigen lassen oder beim Holzschlagen einmal in die falsche Richtung hämmern. Falsche Richtung? Was soll das bedeuten? Welche falsche Richtung? So unglaublich viele Erkenntnisse und dennoch hat sich nichts erkennbar verändert. Kein Buch gilt es mir zu lesen, keine Lehre weiter zu verfolgen, kein einziges Mal mehr auf das Kissen zu sitzen. Alle Worte sind sinnlos in dieser absoluten Sinnhaftigkeit. Und während diese Gedanken in meinem Bewusstsein auftauchen, schaufle ich mit einem von meinem Gehirn produzierten und eigentlich formlosen Löffel Gemmei in mich hinein. Besser gesagt in die Leere hinein. Zu demselben Zeitpunkt fließt hinter dem Dojo der wunderbare Fluss ohne Anstrengung und gleichzeitig kackt draußen die Ziege in den Innenhof. Ja, das ist vermutlich Zen. Herzlich haben wir gelacht und waren vielleicht in diesem Moment in diesen Momenten der Kernweisheit fast am nächsten. Ich habe getanzt mit anderen Menschen und dennoch nur mit mir selbst. Mein Ich darf erkennen, dass es den Druck rausnehmen kann. Es gibt da nichts zu verstehen, nichts zu erreichen, es gilt nirgends anzukommen. Liebes Ich, getauft mit dem Namen Glenn, eine Genie und gleichzeitig ein sehr dummer Menschenaffe. Lebe einfach, lass los, lass die ganze Scheiße los. Sei achtsam im gegenwärtigen Moment, der einzige Moment, der wirklich existiert. Wie willst du ihn erleben? Fühlt es sich richtig an zu schreien, dann schreie. Ist dir zu weinen zumute, weine. Lache, fluche, vergnüge dich, schlage auch mal über die Stränge. Hast du Lust auf Bewegung, bewege dich. Fühlt sich faul herumliegen richtig an, lasse genau das zu. Sei achtsam und besinne dich auf deine wahre Natur. Meine Quintessenz aus diesen 9 Tagen. Scheiß auf Zen und das ganze Geplapper. Und damit mir das gelingt, werde ich weiterhin Zazen praktizieren. Weil Zazen verfolgt weder einen Zweck noch ein Ziel, egal was sich innerhalb der Lehre zeigt, es kommt und geht, ohne dass die Lehre sich jemals verändert. Kein Festhalten, kein Wegdrücken und kein Ignorieren. Da ist niemand, der Leben macht. Leben geschieht einfach von Augenblick zu Augenblick. Vermutlich die, ich weiß nicht, ob das im Duden so steht, die lehrreichsten Tage für mein Ich in diesem Leben. Tausend Dank für alles, lieber wundervoller Thorsten Heißen Schäfer. Anmerkung, Räucherstäbchen scheinen, egal wie viel man davon einatmet, keine gesundheitlichen Schäden zu verursachen. Den musst du mir zuschicken, den muss ich irgendwo. Hast du die ganze Woche geschrieben. Wie geil war das denn? Geil. Du hast es auch vorher noch nicht gelesen. Nein, der ist die ganze Zeit im Bett gelegen, hat am Handy rumgedrückt. Ah, geil. Richtig geil. Oh. Ja. Böse Wörter. Ein paar böse Wörter waren drin, ne? Ja, scheiß auf Zen oder so. Nach Pupsen und den Schuhkacken ist da. Ich habe gedacht, spielt es auch keine Rolle mehr. Geil, nee, sehr, sehr geil. Ein tolles Geschenk, ein Geschenk. Ja, was kann ich sagen? Ich bin berührt, nicht nur hier von dem Text, sondern überhaupt die Woche hat mir unglaublich gut gefallen. Die Gruppe hat fand ich, sehr, sehr harmonisch zusammengearbeitet. Aber als du dann zum Session mit dazu kamst, auch schon vorher bei den Ochsenbildern, ja, ich bin einfach wirklich glücklich, dass wir das erste Sommerlager auf diese Art und Weise mit dieser kleinen Gruppe, mit dieser entspannten Gruppe, die man auch als Leitner gut handeln kann und als Koch und als derjenige, der irgendwo Samu-Mann und gucken muss, was gibt es zu tun und was macht man. Ja, vielen, vielen Dank an euch alle und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns hier oder in einer anderen Konstellation sehen. Ja. Jetzt heißt es nach Hause gehen. Gut. Wo auch immer das ist.
Wo auch immer das ist. Ja, home is where the heart is. Home is where the heart is. Was heißt das? Das Zuhause ist, wo das Herz ist. Wo die Quelle ist. Das heißt, du kannst sitzen bleiben, du musst nicht sehen. Ja, du kannst hier bleiben. Ihr wollt bestimmt gleich hoch zu den Kindern, ne? Wenn die schon da sind. Also wenn das Auto da steht. Müsst ihr denen mal den Stall zeigen und... Zeigt die Mama bestimmt schon. Die Hühner. Ja, ich kenne die Hühner-Runterfall. Ja. Babyhasen. Bringt eure Kissen genauso, Lena, bitte hinten in die Ecke. Die Sabotons könnt ihr liegen lassen, die großen Kisten, die räume ich nämlich wahrscheinlich später. Ich frage mal ganz kurz meine Frau. Ich frage mal ganz kurz meine Frau, ob die in der 3 bleiben oder ob die in die anderen, also ob die hier die Räumlichkeiten brauchen. Dann könnten wir noch ganz kurz Sabotons und das hinten ins Dokusanzimmer reinbringen. Können wir die Trommel auch noch überspringen? Ja, ja, ganz genau. Trommel und ja, halt eben so weit. Und ich würde die Küche noch ein bisschen ausräumen, dann können die heute Abend auf jeden Fall hier kommen. Prima.